Hallo liebe Bunkies, willkommen zurück bei Amnesia the Bunker. Klack. So, jetzt gucken wir uns mal weiter um. Wir haben noch eine Menge zu erledigen. Ich lasse die Tür mal auf. Ich will nur mal kurz auf die Karte. Ach, genau. Da hinten. Im Changing Room Fuel Storage. Da kann ich nochmal einiges an Fuel holen. Denn das Fuel ist für den Generator wichtig. Ja. Der Generator hat zwar etwas Fuel, aber nicht genug. Ich nehme mal die Waffe. Der Generator läuft noch nicht. Ich glaube, ich sage es schon immer wieder ab und an, meine ich, aber Frictional Games hat einen sehr hohen Score da drin, richtig geiles Sounddesign in ihre Spiele einzubauen, ne? Also, so overall kann man sagen, was das Sounddesign angeht, ist Frictional Games absoluter Meister darin, Immersion zu schaffen durch Audio. Nicht mal visuell. Da gibt es bessere Spiele. Aber was Sounddesign angeht, sind sie halt einfach Number One. Wenn es um Horrorspiele geht. War ich hier schon? Weiß nicht. Die Lampe jedes Mal aufzuziehen, ist gut. Kann man machen. Muss man machen. Ich glaube, ich gehe. Tschüss. Nein, hier ist zu. Experte für chemische Waffen. Gas gegen die Bestie eingesetzt. Ich kriege die ganze Zeit Achievements für Dinge, die ich nicht tue. Ist das nicht gut? Er ist wahrscheinlich gerade in irgendeine Falle gelaufen. Weil er mich wahrscheinlich gehört hat. Aber ich habe ja nichts gemacht. Aber es zählt trotzdem als Achievement. Es kann einfach random passieren. Gut. Nehme ich. Ich mag es nicht, wenn Spiele unterschiedliche Tastenbelegungen haben, was das Crouchen angeht. Weil ich für meinen Teil crouche auch lieber auf Steuerung, weil ich das so kenne. Da ist eine Karte, ich komme nicht rein. Ist das die Chapel? Das müsste die Chapel sein. Weiß ich, glaube ich, wo ich bin. Ich dachte mir schon, dass wir das jetzt öfters sehen. Das Aufziehen. Das Lichts. Jul. Das. Inventar ist voll. Ja. Das ist gut. Dass man noch Granaten nicht entschärfen kann, das finde ich leider echt schade. Aber anscheinend kennt sich unser Soldat halt auch nicht damit aus. Es wäre vielleicht so eine In-Universe-Erklärung. Aber rein theoretisch ist das auch kein Problem. Weil so schwer ist das, glaube ich, nicht. Es ist keine komplexe Apparatur oder sonst irgendwas, wofür man technische Kenntnisse braucht. Geh nochmal zurück, weil ich will den Fuel loswerden und in den Generator kippen. Vielleicht reicht das auch schon aus, dass er voll ist. Ich glaube nicht, aber ich weiß jetzt auch gerade aus dem Kopf nicht, wie viel Fuel noch da drin ist. Ist das die Tür? Ja. Oder auch nicht. Ich verwechsel die immer. Es ist irgendeine Metalltür. Dabei ist es die Tür links daneben mit dem Licht an der Seite. Sicherheitshalber machen wir zu. Genau. Ich brauche nicht die Karte reinzuzoomen. Ihr seht das auch so. Da hinten, Storage Hub, da war ich gerade. Und ich muss geradeaus.
Also wir müssen quasi gleich den Weg nochmal zurückgehen. Und der Fuel Storage war die Tür, die auch zu ist. Ich komme da nicht rein. Aber ihr seht, da ist Changing Room. Da führt eine Treppe lang. Vielleicht kann ich da noch was einsammeln. Vielleicht. Ja, aber mein Weg führt mich heute definitiv, also in dieser Episode meine ich, führte mich definitiv dahin, wo Pillbox steht. Vielleicht komme ich ja da rein. Ich weiß es nicht. Nee. Warte, lass mich überlegen. Das war abgeschlossen, ne? Da kommen wir nicht rein. Okay. Das heißt, eigentlich ist der nächste Step, ins Gefängnis zu gehen, denn da war der Typ, der Allmann, der ist gefangen. Und den müssen wir befreien, denn der hat den Bolzenschneider, den brauchen wir, um weiterzukommen. Denn ohne den geht's anscheinend in viele Bereiche nicht rein. Kann ich nicht E drücken? Kann mich zur Seite legen, das ist gut. Normalerweise nimmt er das kontextsensitiv, aber tut er in dem Fall nicht. Oder ich muss einfach nur rechte Maustaste drücken, dann macht er das automatisch. Lohnt sich das anzumachen? Ich glaube ja. Ich werde mal ein paar Sachen ablegen. Nee. Das. Drei Plätze habe ich dabei. Frei meine ich. Das Fleisch nehme ich mit, falls ich nochmal auf Ratten stoße. Das könnte auf jeden Fall die Ratten ablenken. So, jetzt muss ich nochmal kurz taktisch überlegen. Die Tür geht eh nicht von außen zu machen, deswegen gehe ich nochmal rein. Halt. Einmal rum. So. Wir sind hier. So. Raus. Einfach da so Mission Storage. Prison. Es gibt Schilder hier. Ich gucke auf das Schild. Tschüss. So. Soldier Quartiers Officer quasi Maintenance. Bla bla bla. Umkleide Prison. Hatte ich eigentlich nochmal einen. Ich habe eine Kombination 6292. Von wem? Horton. Jul. Halt. Warum liegt auch noch was? Gut, jetzt habe ich wieder nur einen Platz frei. Ist okay. Prison ist hier lang? Ich glaube ja. Tür geht nicht auf. Das ist schlecht. Ist egal. Ich muss rausfinden, wie ich zu ihm reinkomme oder wie ich ihn rauskriege. Also das Prison ist wichtig. Wie gesagt, bei ihm drinnen liegt der Bolzenschneider. Das habe ich gesehen. Frage ist, wie kriege ich ihn da raus oder rein? Ich habe jetzt auch nichts gesehen, was ich irgendwie nutzen könnte. Was ist das? Das ist ein Bleistift. Auch kein Bleistift. Warum ist das zu? Ist alles zu. Ja, was? Voll. Mein Inventar ist wieder voll. Ist ein Brick. Granate. Kann man eine Kiste davor schieben? Hilft das? Die Waffe ist leer.
bringt also nichts. Ist jemand da? Sicher, hier. In meinem Käfig. Hallo? Hallo. Ich will nicht so sterben! Bitte! Bitte! Ich kann es hören! Schließ das wieder! Es kommt! Ich kann es hören! Schließ das wieder! Ja, was mach ich jetzt? Bitte, bitte! Muss ich mir eine Möglichkeit geben, diese Zellen zu öffnen? Aber wie? Das ist die Quizfrage. Schließ es wieder! Schließ das wieder! Nein. Du brauchst doch frische Luft. Ich kann es hören! Mal auf hier. Ich kann es hören! Kann man da durch? Hier ist ein Gastank. Was mach ich mit dem Gastank denn? Kann ich damit diese Tür aufsprengen? Habe ich nicht eine Granate dabei? Das ist eine Gasgranate, die bringt nichts. Ich kann es hören. Ja, nun. So wie es aussieht, kann ich hier leider nicht viel machen. Ich weiß auch leider nicht, wie ich in die übrigen Räume hier reinkomme. Da vorne ist auf jeden Fall ein Gitter. Aber ich habe keine Ahnung, wie ich zu diesem Gitter hinkomme. Okay, wir speichern nochmal kurz hier. Werde nochmal den Generator ausmachen. Wir können auch so reinfüllen, während er läuft. Perfekt. So läuft das doch. Dann habe ich wieder Platz. Oh, eine normale Granate, das wird schon gehen. Immer schön die Tür hinter sich schließen. Also, ich weiß nicht, ob ich diese Tür aufspringen kann. Jedes Mal auch, wenn ich das Spiel starte, sagt er mir so von wegen, ja, wenn du etwas für möglich hältst, dann ist es auch möglich. Wo ich mir da so denke, weiß ich jetzt nicht. Also, ich halte es schon für möglich, eine Holztür wegzujallern. Frage ist, lässt das Spiel das zu? Funktioniert das physikalisch, weil in unserer Realität funktioniert das auf jeden Fall. Aber wenn diese Tür einfach eine komplette Explosion aushält, plus das Monster die zerstören kann, ich die Tür aber nicht mit einer Granate oder einem Fass, wo drauf steht irgendwie Danger oder was weiß ich, Explosion, dann weiß ich nicht. Führt dieser Tipp nirgendwo hin. Deswegen, ich weiß ja nicht. Oh. Hier war noch eine Granate, ne? Ja. Weil dann habe ich eine, die ich jetzt verwenden kann. Und eine, die ich noch auf Tasche habe, falls das Monster kommt. Ups. Muss ich die Tür schließen, damit er kooperativ ist. Ich will nicht sterben. Keiner will hier sterben. Nein, nein, lassen Sie es zu. Bitte, bitte. Ich kann es hören. Ich kann es auch hören.
Bestie den Weg aus dem Loch versperrt. Muss ich ihn töten? Ist es das vielleicht? Dass das Monster da irgendwie ankommt? Es ist wieder durch das Loch verschwunden. Aber habt ihr gesehen, wie einfach komplett in Wahnsinn verfallen ist? Oh, probieren wir das mal. Gott. Wie komme ich zu ihm rein? Das gibt's doch nicht. Das Gas, was da raustritt, ne? Ja, da reingehen kann ich jetzt gerade nicht. Okay, ich warte kurz, bis das Gas weg ist. Bis gleich. Ich habe jetzt einfach mal einen anderen Weg genommen. Wir gucken uns einfach mal hier um. Was haben wir denn hier? Gerätschaften. Und eine verschlossene Tür. Das ist wieder ein Teil einer Karte. Ah. Attention. Was steht denn da? Stromversorgung. Achso, die Stromversorgung in diesem Teil der Anlage ist in Reihe geschaltet. Wird der Strom in einem Bereich der Kette abgeschaltet, trifft das auch die nachfolgende Bereiche. Abschaltung sollte nur im allergrößten Notfall vorgenommen werden. Zum Beispiel, wenn ich das sage. Streiche und Unfuge werden umgehend Jaynard gemeldet. Vorarbeiter Stafford. Okay. Auch zu. Auch zu. Reihe geschaltet. Er ist an. Ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Messehalle, Communication, Security. Da brauche ich einen Schlüssel für. Das geht auf. Warum brauche ich einen Stock? Da ist noch Benzin und hier ist auch noch eine Kiste. Die ist aber leer. Ich finde es gut, dass die hier Kisten haben, die man öffnen kann, aber leider bringen die einem halt nichts. Gut, gut, gut. Hier ist auch nichts. Ist mein Inventar voll? Ja. Oh, wow. Ein Bild. Eine Family in Paris. Oh, mon Dieu. Zettel. Erkennungsmarke. 9th of July. Night. My conscience compels me now, as it failed to compel me then. I must do something. Even if it costs me my own life. I must do something lest I never sleep again.
I must do something or risk greeting hell itself as a relief. I must do something. I go. Okay, let's go. Ein weiterer Code. Okay, bis auf ein paar Sachen natürlich, die ich jetzt hier nicht einsammeln kann, weil mein Inventar voll ist. Ja. Sieht das doch schon mal ganz gut aus. Einfach mal die Löcher zumachen. Raten. Oh. Wo kommen die denn her? Die ist einfach gespawnt. Eisch. Nein. Aha. Hier ist nichts von Belang. Zumindest kann ich nichts sehen. Was? Warum konnte ich die jetzt aufnehmen? Ach, ich habe das Fleisch weggeworfen, ne? Wieder ein Platz frei. Sehr gut. Was ist das für ein Geräusch? Nichts. Hier drin kann man sich verstecken und da ist noch was. Benzin. Okay, da ist ein Schloss, aber lässt sich das wegsprengen vielleicht? Ist deswegen dieses Fass hier. Wäre immer so frei, es zu riskieren. Da ist es wieder. Ich werde mal kurz einen Break machen, bis das Monster weg ist. Bis gleich. Der Generator scheint aus zu sein. Oder... Hier draußen ist noch Licht. Okay, aber die Tür habe ich aufgekriegt. Die Offiziere haben uns im Stich gelassen. Sie sind vor der Bestie geflohen und haben anschließend den Ausgang gesprengt. Selbst Hubert, verdammter Hubert. Sie haben uns als Feiglinge, Verräter und noch Schlimmeres beschimpft, diese Heuchler. Und haben sie uns dem Untergang geweiht. Was wir jetzt durchleiden müssen, geht auf ihre Kappe. Gott wird sie für das, was sie getan haben, bestrafen. Hoffe ich.
Aber was habe ich mit dieser Sache zu tun? Das ist frech. Ah ja, Licht. Was bringt dieser Raum denn? Nur für diese Info habe ich jetzt eine Granate verschwendet. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen sad, glaube ich. Kann hier leider nichts rausziehen oder so. Oder vielleicht hat das mit dem Schalter was zu tun. Den ich nur drin umlegen kann. Ich weiß es nicht. Auf der anderen Seite. Aber ich weiß nicht, wie ich auf die andere Seite komme. Warum haben die mich jetzt irgendwie gestreift? Und dass ich hier irgendwie am Krepieren bin. Drecksrad, ich habe doch da Fleisch hingeschmissen. Das müssen die doch lecker finden. Das ist lecker. Oh shit. Ah, das ist der Weg der Ratten. Natürlich. Ausgerechnet jetzt das Licht ausgehen. Was ist das? Das sind Ratten. Ich sehe was leuchten in der Dunkelheit. Aber nicht was. Könnt ihr die Ratten auch vernichten mit diesem Fass? Leuchtfackel. Eine Leuchtfackel ist natürlich eine gute Sache. Ich glaube, ich verarzte mich mal. Geh weg. Ups. Oh wow, ich habe mich selbst umgebracht. Hat das Spiel zufälligerweise okay, nein, hat es nicht. Na schön. Ich würde nochmal kurz ein paar Minuten noch dranhängen an diese Folge, einfach weil ich jetzt verkackt habe und nochmal alles nachspielen darf. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich würde trotzdem nochmal gerne die Gegend absuchen, weil ich glaube, da könnten wir fündig werden. Weil ich glaube, ich komme im Prison nicht weiter. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ist alles verschlossen. Also bis gleich. So. Ich habe was rausgefunden. Beziehungsweise, ich glaube, ich wusste es schon, aber ich habe es vergessen. Ich habe übrigens mal Benzin kombiniert mit einer Flasche und einem Tuch. Dann bekommen wir einen Molotov-Cocktail, aber wir brauchen ein Feuerzeug, um das zu benutzen. Weil ich habe mir so gedacht bei dem Fass, okay, geil, ich schmeiße eine Granate drauf, dann habe ich vergessen, eine mitzunehmen und ja. Irgendwie kam eins zum anderen, aber ich habe den Spind geöffnet, weil ich habe ja eine Marke gekriegt, da war ja eine Zahl drauf, die habe ich dann benutzt. Um mir dann Kugeln daraus zu holen. Und ja. Jetzt sind wir hier in diesem Raum. Hier gibt es noch einige Supplies, aber das bringt mir halt leider nichts. Das Inventar ist halt voll. Aber ich konnte diesen Raum hier öffnen. Ein güldener Becher. Bringt. Die Kiste gerne schieben, aber ich darf nicht. Guck mal, das ist wie eine Art unsichtbare Mauer. Man findet immer Mittel und Wege, ne? Oh, ist dunkel. Nicht gut. Na gut. Bin mir nicht sicher, ob hier noch was ist in dieser Ecke. Achso. Und ich habe. Oh! Was? Ja. Ich habe übrigens kurz Bekanntschaft mit dem Monster gemacht. Es hat mich angegriffen. Danach war ich ziemlich schwer verletzt. Musste meine Heilung verwenden. Leider. Aber ich habe es geschafft, erfolgreich das Monster zu verjagen, indem ich auf es geschossen habe. Damit hat er nicht gerechnet.
Da war nämlich so ein Fass hier rumgeschoben und das hat er irgendwie nicht gemocht. Und ja. Wie man so Gitter irgendwie aufkriegt, das wüsste ich gerne. Ob man da auch einen Stein gegenwerfen kann, ich bin mir nicht sicher, ob das was bringt. Ich würde einfach mal den Versuch wagen, diesen Ziegelstein hier zu nehmen. Einfach mal gegen das Gitter zu feuern. Mal gucken, ob was passiert. Weil dieser Allzweckstein ist auf jeden Fall gut dafür gedacht, Holztüren zu zerstören. Aber eine Explosion mit einem Fass hilft da nicht. Okay. Das hat anscheinend nicht viel gebracht. Aber wir haben eine Erweiterung. Und ich höre was. Das könnte es sein. Ich gehe, glaube ich, mal wieder. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Ich habe leider nichts, was ich dem Monster entgegenwerfen kann. Wenn es nichts, was hilft. Okay, ich hätte eine Idee. Und zwar hätte ich nämlich gesagt, wir machen es trotzdem so, dass wir jetzt heute hier an dieser Stelle Schluss machen. Aber ich werde jetzt nochmal zurückgehen, weil ich noch ein paar Sachen ablegen muss natürlich, weil ich habe keinen Platz mehr. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Ich werde dann, wie gesagt, nochmal zu unserem, ich sag mal so, Hub gehen, Sachen ablegen und dann uns nochmal hier umschauen. Natürlich werde ich auch nochmal speichern. Und dann werden wir mal gucken, ob wir hier weiterkommen und vielleicht noch irgendwas finden, was uns vielleicht weiterhilft. Weil das wichtigste Item, was wir brauchen, ist in der Zelle. Und ich weiß nicht ganz genau, wie wir in diese Zelle reinkommen. Deswegen dachte ich, wir gucken uns erstmal in anderen Bereichen rum. Vielleicht finden wir ja Hinweise oder irgendwas anderes, was uns da hilft, vielleicht weiterzukommen, ne? Deswegen gucken wir erstmal in den anderen Bereichen und dann sind wir vielleicht am Ende etwas schlauer. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Amnesia, der Bunker.